Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir starten wieder mit Palia in die zweite Runde. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Wir hatten beim letzten Mal ja hier das Zelt errichtet und den Arbeitsplatz, wie sie es nennen, haben noch Auni begrüßt und die Post gelesen. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen zurück zu Auni. So, na, wie lebst du dich ein? Dieses Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich cooles Zeug in der Erde finden. Mein Papa hat letzte Woche eine alte Kupferpfeilspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Naja, ich habe diese seltsamen Artefakte gefunden. Zählt eine seltsame leuchtende Röhre? Seltsame Artefakte trifft's, glaube ich, gut. Oh, wow, was kann es? Keine Ahnung. Ich wette ja, Ina? Ina? Sie treibt sich immer in Ruinen herum. Frag sie, ob sie so etwas schon einmal gesehen hat. Oh ja, das hätte ich in der ganzen Aufregung ja fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ein offizieller Insektenfreund-Gürtel. Okay. Und auch ein Satz Rauchbomben. Ich bin Mitglied im Kilimas bestem und einzigen Insektenfängerclub. Okay. Ja, Gott, wenn es doch der einzige ist, natürlich ist es auch der beste. Jetzt muss ich aber, wenn du nachher vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Aber ich wette, du hast jetzt Hunger. Du solltest mit meinem Papa Badru reden. Der kann dir beibringen, wie man Nahrungsmittel anbaut. Und Rez, der im Gasthaus arbeitet, kann dir zeigen, wie man kocht. Ich wette, alle warten darauf, dich kennenzulernen. Komm schon, wir machen ein Rennen. Ach du Kacke. So, verlasse dein Bauchgrundstück. Hab ich schon. Aber wo muss ich hin? Okay. Ah, dann wird ein Ladebildschirm. Ja. So, was erwartet uns denn hier? Willkommen bei Palia. Okay, Begrüßung durch den Entwickler. Ist aber nett. Wir freuen uns sehr, dich in Palia begrüßen zu dürfen. Wir haben Singularity 6 ins Leben gerufen, um neue Welten zu erschaffen, die das Leben der Spielerinnen und Spieler bereichern. Und wir hoffen, dass Palia genau das für dich erreicht. Als neues Start-up-Studio freuen wir uns sehr, dass du den Weg zu Palia gefunden hast. Ohne Spieler wie dich, die ihm eine Chance geben, kann es nicht überleben. Wenn dir gefällt, was wir zu schaffen versuchen und zu Palia weiter unterstützen möchtest, ist das Schönste, was du tun kannst, einfach deine Freunde und deine Familie von Palia zu erzählen. Das würde uns sehr viel bedeuten. Wir hoffen wirklich, dass Palia mit Freude erkundet wirst. Wir hoffen wirklich, dass du Palia mit Freude erkunden wirst. Willkommen zu Hause, das Team von Singularity 6 oder 6. Das ist ja schon süß. Hallo? Also, jetzt. So, wir haben wieder eine Menge Aufgaben bekommen. Die Welt ist aber auch wirklich schön gestaltet. Kann ich sprinten? Ja, ne? Ich konnte sprinten. So ein bisschen. Es ruckelt leider ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ob mein PC echt jetzt schon so überfordert ist bei Disney Dreamlight Valley. Ist es das nicht? Ich habe auch schon ein bisschen runtergestellt, aber es ist trotzdem noch ein bisschen ruckelig. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Mir macht es jetzt nicht ganz. Es ist ja nicht so schlimm vom Ruckeln her. Hey, Xune, schön, dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wenn du es in Ordnung findest, dass ich mir deinen Rücken.
Wenn du es in Ordnung findest, dass ich mir den Rücken ruiniere, um diese Gegenstände zu finden. Oh nein, das ist ja schon fies. Wir haben was. Wirklich? Was denn? Oh wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte Strömungsbatterie. Okay. Das hier waren die Energiequellen der alten Menschen. Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Und du sagst, du hast sie in einem Haufen Müll gefunden? Muss wohl Schicksal sein. Ich habe wohl einfach Glück. Ich nehme mal das Glück. Na, heute ist definitiv mein Glückstag. Es könnte ein bisschen dauern, bis ich dahinter komme. Ich werde dir einen Brief schicken, sobald ich mehr weiß. Okay. Lange Spaziergänge helfen mir, meine Gedanken zu sortieren. Außerdem habe ich nichts gegen ein wenig Bewegung. Sehr schön. Und wer bist du jetzt schon wieder? Ach so, ja, ich habe die Namen ausgeblendet. Ich könnte sie auch einfach einblenden. Ich dachte mir so, wenn hier natürlich fremde Menschen so im Stream, ne, im Let's Play auftauchen, ist es vielleicht besser, doch die Namen zu verbergen. Ich kann ja nicht jeden Einzelnen fragen. Irgendwo hier müsste jemand sein. Oh, ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ich bin Badru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Du bist sehr lila. Habe ich schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-up-Komödiant bin? Kannst du mir die Grundlagen des Gartenbaus beibringen? Plaudern mit Badru. Wir fragen erstmal nach den Grundlagen. Du bist hier richtig, wenn du dich für frische Ernte begeistern kannst. Der ist ja wirklich totaler Schenkelklopfer. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Nur Spaß. Ich liebe das Leben auf dem Hof, vor allem den Geruch von Ohrmumist. Okay, am Morgen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Ich sag dir was, treffen wir uns später auf deinem Grundstück, dann gehen wir alles Schritt für Schritt durch. Dann plaudern wir noch ein wenig. Kartoffeln sind am schlimmsten zu ernten. Die wachsen so niedrig, dass sie mir den Rücken ruinieren. So, jetzt müssen wir noch Ref finden, der ist am anderen Ende der Welt. Was haben wir denn hier für ein Blümchen? Sonnentropfenlilie. Nehmen wir mit. Hier lang? Jep. Hier lang. Da. Jell und Tisch, okay. Das war ein junger Koch. Oh, hallo. Du gehörst zu den Neuankömmlingen, oder? Neuankömmlingen. Herrgott. Mein Name ist Wes. Manche sagen aber auch, da kommt Ärger, wenn sie mich sehen. Okay.
Ich bin nicht nur ein schlechter Einfluss, sondern versorge Kilima auch mit köstlichen Suppen und Eintöpfen. Drüben im Ormuhorn. Na, der hat ja eine positive Einstellung zu sich selber. Komm nachher mal vorbei, ja? Mit freundlichen neuen Gesichtern rede ich immer gern. Kannst du mir das Kochen beibringen? Plaudern mit Worth. Wir sind gleich wieder direkt. Sachte, bevor man schwimmen geht, muss man erstmal laufen lernen. Außer man ist ein Fisch, aber ich bin zu 97% sicher, dass du ein Mensch bist. Warum machst du nicht erst einmal ein Lagerfeuer bei dir zu Hause? Sobald du die perfekten Pilze grillen kannst, gehen wir dir das komplizierte Zeug an. Okay, da ist ein Schreibfehler drin. Ein Übersetzungsfehler, besser gesagt. Wenn du nicht den Rest deines Lebens in einem Zelt festsitzen willst, wäre es wohl schlau, als nächstes mit Kenil zu reden. Er ist der Bürgermeister, aber hey, wenn es nach mir geht, kannst du tun und lassen, was du willst. Ja, mach ich auch. Wenn du lernen willst, wie man kocht, gebe ich dir gern ein paar Tipps. Der wichtigste ist, und da kommst du nie drauf, einen Herd zu kaufen. Nein! Ist nicht dein Ernst. Da wäre ich aber wirklich nie drauf gekommen. So, können wir denn hier eigentlich irgendwo was looten? Gibt's das hier? Oh, wir können aber... Nee, ist leider zu. Schade. Können wir denn in die anderen Zimmer? Oh, hier können wir... Ah, hier können wir uns verändern. Okay. Oh, wir haben sogar Kleider. Der ist hübsch. Oh nein, wir können den noch nicht. Das sind die Kleider, die wir bekommen werden. Was haben wir denn hier? Hä? Was war das? Ah, Premium Shop. Okay, wir sind im Premium Shop gelandet. Können wir doch gleich mal nebenbei stöbern. Gibt natürlich wieder so Sachen. Ich persönlich bin keiner, der kauft. Das sage ich euch ganz direkt. Ihr könnt das gerne tun im Spiel. Wir hier im Let's Play werden davon nichts kaufen. Es sei denn, wir kriegen durch das Spiel mal so diese Münzen. Oder hier gibt es irgendwas umsonst abzustauben. Ansonsten werden wir diesen Shop nicht brauchen. Okay, Haut. Ah ja. Okay, okay. Ne, wir bleiben so. Ja, verlassen, wie wir sind. Ein Spiegel, Aussehen ändern. Da können wir das auch noch mal. Hier kann man das mal sehen, okay. Gut, dann suchen wir den nächsten auf. Den Herrn Bürgermeister. Sei gegrüßt, mein Name ist Kenil Bahari. Der erstgeborene Sohn des verstorbenen Kenyon Bahari, dem 118. Herzog der Provinz Bahari. Und Bruder von Kenyara Bahari, der amtierenden Herzogin der Provinz Bahari. Wow. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes und es ist mir eine große Freude und Ehre, dich hier bei uns willkommen zu heißen. Ich wollte mal wegen eines Hauses nachfragen. Ein Haus? Und da fragst du mich? Also ich habe meins geerbt. Hast du das mal probiert? Der war wirklich witzig. Die ist unfreiwillig komisch. Oh, klar, ja, natürlich. Weil du gerade erst hergezogen bist. Auf dem Grundstück steht also keins? Sei es drum, ich habe die Dokumente sicher irgendwo hier herumliegen. Warte einen Moment. Oh nein, wo ist es? Ich habe eine Idee. Geh zu Tisch unserer hiesigen Tischlerin.
Sie würde sich bestimmt freuen, dir ein paar schöne Möbel zu bauen, während ich diese Formulare suche. Super. Sag mal, findest du, dass ich ein großartiger Bürgermeister abgebe? Du machst das schon gut. Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Nein. Wir sollten noch nett zu ihm bleiben. Danke. Das hört man gern, auch wenn ich vermute, dass du nicht ganz ehrlich zu mir bist. Wie kommt er denn da drauf? So, gehen wir noch mal zurück. Jetzt müssen wir zu Tisch. Die war gerade. Oh nein, die läuft hier. Hi, willkommen im Tal. Ich heiße Tisch und führe den Möbelladen. Bist du neu im Dorf oder nur auf der Durchreise? Ich bin gerade erst eingezogen. Alles ist so aufregend, aber auch hart. Als mein Bruder und ich aus der Stadt hierher gezogen sind, hat es ein kleines Weilchen gedauert, bis wir uns angepasst haben. Naja, klein ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber wenn du Hilfe mit den Bewohnern brauchen solltest, kannst du mich gern fragen. In dieser Gegend bin ich als diejenige bekannt, die selbst mit den schwierigsten Persönlichkeiten gut auskommt. So, hauen wir gleich wieder die Sachen auf den Tisch. Keniel schickt mich. Ich bin so froh, dass du hier wohnen wirst. Ich habe versucht, mir ein gutes Willkommensgeschenk einfallen zu lassen. Doch dann wurde mir klar, dass ein Haus ohne Möbel kein Zuhause ist. Hier sind ein paar einfache Rezepte, mit denen du loslegen kannst. Wenn du von all der harten Arbeit erschöpft bist, solltest du etwas bauen, worauf du dich setzen kannst. Oder einen Tisch, an dem du essen kannst. Jell, ein Freund von mir, hat darauf bestanden, dass du auch einen Kleiderschrank haben solltest. Er ist Schneider und sagt immer, wenn man gut aussieht, fühlt man sich auch gut. Sollte es etwas geben, das du noch nicht. Hui. Auf einmal war's weg. Okay. War ein schnelles Gespräch. So. Ich glaube, wir sollten wieder nach Hause gehen. Wir haben eine Menge Aufgaben bekommen, die wir jetzt erstmal erfüllen müssen. Ich denke mal, in dieser Stadt werden wir noch öfter kommen. Deswegen werde ich jetzt nicht so erkunden. Falls ich dann einfach mal die Nase voll habe von Quainten, kann ich auch einfach mal auf Erkundungstour gehen. Danke fürs Warten, bist du bald zu Hause. Danke fürs Warten, du bist bald zu Hause. Drei Palianer vor dir. Okay, hier steht man anscheinend Schlange, um nach Hause zu gehen. Und da sind wir. So, da wartet auch schon jemand auf uns. Schön, dich zu sehen, Frühlingsbühnchen. Wie nett. Hier sieht es mittlerweile ganz anders aus. Ich dachte mir schon, dass du noch mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt bist. Das nenne ich mal Arbeitsmoral. Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname, sonst gibt es hier ja nichts zu tun. Ich mag es, wenn es heimlich ist. Ich würde sagen, ich mag es, wenn es heimlich ist. Heimlich ist. Heimlich. Okay. Genau die richtige Antwort. Du wirst hier gut reinpassen. Von den ganzen Bäume fällen und Erz ausgraben, knurrt dir bestimmt schon der Magen. Tja, wenn du ein bisschen Geduld hast, kann ich dem abhelfen. Gartenbau. Du musst einfach nur ein paar Sonnenzyklen warten und voila, voila. Du hast ein Abendessen oder Frühstück, sogar Mittagessen, wenn dir danach ist. Ich weiß, es klingt nicht aufregend, aber glaub mir, nichts schmeckt besser als eine Karotte, die man selbst angebaut hat. Ich habe auch
alle Werkzeuge, die du brauchst. Na los, warum pflügst du das Grundstück nicht mal gründlich um? Vergewissere dich, dass dein Gartenfächer auf deiner Aktionsleiste liegt und wähle sie mit Q oder E aus. Okay. Okay. Ah, da. Okay, da haben wir. So, wo? Ich würde sagen, wir haben ein Loch im Zaun. Wir bauen das. Ah, und auf einmal haben wir so viele Dinge. Wir bauen das hier hinten so an. Dafür müssen wir erstmal schnell ein bisschen Ordnung machen. Okay, so geht's auch. So, nur noch das Fass, dann haben wir es geschafft. Und jetzt müssen wir das... Wow, die sind ja riesig, die Felder. Jawohl. Und noch eins. Das erscheint mir ein bisschen kleiner. Kann ich das so dran bauen? Ja, sehr schön. So, ich nehme an, ich brauche jetzt diese Hake hier. Hä? Oh. Das ist interessant. Wir müssen die Felder quasi erst freigraben. Das ist gar nicht so einfach. Also es ist schon einfach, aber es ist anstrengend. So, nochmal ein Stück. Hier musst du tatsächlich für dein Essen arbeiten. Mal so rum. Na komm. Und die letzten Felder. Jawohl, wir haben die Felder frei.
Sehr schön. Und ich würde sagen, damit endet die Folge von Palia. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Lasst einen Daumen da. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.